Hi Leute, ich habe euch versprochen, dass wir es machen und wir machen es tatsächlich. Wir sind hier in Bonn und wir gehen jetzt zur Deutschen Kinderkrebsstiftung. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich glaube noch ein bisschen aufgeregter als bei der Goldstandard-Grading-Geschichte. Wir gehen jetzt rein. Mein Sohnemann ist mit zur Unterstützung heute dabei. Ich bin super stolz auf diesen Moment. Das können wir wegen euch machen, wegen der Star Citizen Community. Und wir gehen da jetzt rein und wir rocken das Ganze. Let's go! Hallo Leute, ist es soweit? Wir sind da, wir sind jetzt bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Wie schon gesagt, ich bin mega aufgeregt, aber ich glaube, mein Interviewpartner ist genauso aufgeregt wie ich. Und ich würde vorschlagen, er stellt sich jetzt erstmal vor. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal auf den eigentlichen Anlass von der ganzen Geschichte. Und zwar, wir wissen ja, im September letzten Jahres, September 2023, hatten wir ja für das große Event, also für das Bar Citizen und das separate Turnier, eine Spendenaktion gehabt. Und ihr wisst ja, mein Traum waren 2000 Euro, um das Event überhaupt möglich zu machen. Und innerhalb von 20 Minuten hatten wir 2500 Euro durchbrochen. Und dann habe ich gesagt, und alles, was jetzt mehr ist, geht an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. So, ihr Verrückten habt im Grunde innerhalb eines Streams, ja, es ging zwar einen Ticken weiter, habt ihr 9523 Euro gesammelt. Und es war unfassbar. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich mich zurückerinnere an diese beiden Livestreams. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass wir durch die Star Citizen Community, durch unseren geliebten Knebel und durch das Star Citizen Squadrons Card Game eine Spende in Höhe von 7500 Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung möglich machen konnten. Und mit dieser wunderschönen Einleitung übergebe ich jetzt mal an den Herrn, der mir hier gegenüber sitzt. Wir stellen sich erstmal vor und danach gehen wir darauf ein, warum wir hier sind überhaupt. Ja, gerne. Ich bin tatsächlich auch aufgeregt. Ich bin Dirk Konowski, ich bin der Geschäftsführer der Deutschen Kinderkrebsstiftung und wir sitzen hier mit unserer Geschäftsstelle in Bonn und organisieren bundesweit Unterstützungsmaßnahmen für krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Familien. Also im Jahr erkranken in Deutschland so ungefähr 2200 Kinder neu an Krebs. Das ist im Vergleich zu den Erwachsenen eine eher kleine Zahl, ist aber natürlich in jedem Einzelfall eine Katastrophe. Und zwar nicht nur fürs Kind selber, sondern für die ganze Familie. Und deshalb, das ist vielleicht das, was bei uns ein bisschen was Besonderes ist, dass wir uns um die ganze Familie kümmern. Also wir nehmen die Eltern in den Blick, auch die Geschwisterkinder. Wir haben einzelne Angebote für alle. Da kann ich gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und was wir ganz stark machen, ist Forschungsförderung, weil es sich bei diesen eher geringen Fallzahlen für die Pharmaindustrie nicht lohnt, eigene Krebsmedikamente zu entwickeln für Kinder. Das heißt, es werden einfach die Erwachsenenmedikamente angewendet und da hat man am Anfang immer mit sehr hohen Dosen gearbeitet und ja, in der Hoffnung, dass man damit den Krebs dann halt besiegt, aber die Nebenwirkungen waren fatal und es sind sehr, sehr viele Kinder gestorben dabei. Und deshalb haben wir investiert in klinische Forschung, also dass man guckt, wie kann man die Behandlungsmethoden verbessern, damit die Behandlungen eben nicht so gefährlich sind, damit sie weniger Nebenwirkungen haben und am Ende die Kinder überleben und auch möglichst gesund oder so gesund wie möglich aus dem Prozess rauskommen. Und das hat große Erfolge gehabt. Also seit wir fördern, konnte die Sterblichkeit der Kinder, also der neu erkrankten Kinder, von anfangs 80% auf mittlerweile 20% verringert werden. Also das ist schon ein Riesenerfolg. Aber natürlich ist es immer noch zu viel und wir hoffen drauf, dass wir irgendwann den großen Durchbruch schaffen und irgendwann vielleicht über Krebs gar nicht mehr reden müssen. Aber davon sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt. Dann seit wann kämpft die Kinderkrebsstiftung dafür, die Behandlungsmethoden für Kinder und auch generell wahrscheinlich das Leiden und die Konsequenzen daraus zu mildern? Seit wann gibt es die Stiftung und wer hat die vor allem gegründet, würde mich mal interessieren. Also im nächsten Jahr werden wir unser 30-jähriges Stiftungsjubiläum feiern können. Gegründet worden sind wir von dem Dachverband der regionalen Elterninitiativen. Also es haben sich an vielen, insbesondere an Klinikstandorten, wo die Kinder behandelt werden, haben sich so Selbsthilfegruppen, also Elternvereine gegründet. Und die kümmern sich um die Eltern, also das sind eben Eltern, deren Kinder mal in Behandlung waren und die dann sagen so, jetzt helfen wir denen, die jetzt aktuell das Problem haben. Und da gibt es in Deutschland über 70 Elternvereine.
Zum Teil unterhalten die Elternhäuser, also wo die Eltern dann unterkommen können, während das Kind in der Chemo ist und da einfach dann ja miteinander reden können, abends ein bisschen betreut werden und sich auch was zu essen kochen können und so. Also alles, was man sonst eben so selber organisieren müsste, dass sie sich nicht ein Hotel nehmen müssen oder so. Das geht ja gar nicht über 6 Wochen oder länger. Also diese Elternvereine haben dann irgendwann einen Dachverband gegründet und aus dem Dachverband ist die Stiftung hervorgegangen. Das ist ja eine wunderschöne Geschichte. Ich bin ja davon ausgegangen, eine Stiftung entsteht ja normalerweise eigentlich aus dem Nachlass von sehr wohlhabenden Personen, die dann ihr Vermögen stiften, um halt der Nachwelt etwas Gutes zu tun. Und jetzt wissen Sie, was das Lustige ist. Wir sind ja hier wegen Star Citizen, wegen diesem Computerspiel, dem größten Crowdfunding-Projekt aller Zeiten. Und das hat mich halt, zum einen macht es mich unfassbar stolz, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen hatte, von dem Rechteinhaber von Cloud Imperium Games, dieses Kartenspiel für die Community zu entwickeln. Aber wissen Sie, was das Schöne ist? Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass es eine klassische Stiftung ist. Und jetzt erfahren wir, dass es letztendlich eine Art Crowdfunding-Projekt auch war. Von ganz normalen Menschen, die für ihre Kinder gekämpft haben, dass es ihnen irgendwie besser geht. Was ist das denn für eine geile Geschichte? Jetzt haben Sie mich mal gerade voll überrumpelt damit. Da fühle ich mich auch sofort hier zu Hause. Und da weiß ich auch, dass die 7.500 Euro gut angekommen sind. Und dann ist jetzt meine Frage, wo gehen die denn grob hin? Ich will gerade noch einen Satz sagen zum Thema Crowdfunding, weil das geht im Grunde bei uns auch genauso weiter. Auch jetzt ist es so, dass wir gar nicht die Unterstützer haben, die uns jetzt jedes Jahr ein paar Millionen spenden oder so, sondern wir haben im Jahr so ungefähr so 175.000 Einzelspenden. Unterschiedlicher Größenordnung, nicht? Also das geht los bei 10 Euro und nach oben gerne offen. Aber verteilt sich eben wirklich auf ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ja, das, was die Kinderkrebsstiftung macht, das ist toll und das wollen wir unterstützen. Und darum sind wir so dankbar, auch für Initiativen wie diese, weil das ist genau das, wie wir uns finanzieren. Also wir haben keine öffentlichen Fördergelder. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da unabhängig bleiben. Wir nehmen auch keine Gelder von der Pharmaindustrie. Das werden wir oft gefragt, weil wir eben sehr stark engagiert sind in der Forschungsförderung. Und uns ist das wichtig, dass wir da unabhängig sind und man nicht sagt, na ja, das hat ja das Unternehmen sowieso finanziert, dann weiß man ja, was bei rauskommt. Nein, das ist bei uns nicht so. Wir nehmen von der Seite eben keine Spendengelder an. Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt, weil das wäre meine Frage gewesen, inwieweit jetzt gerade die Kinderkrebsforschung oder halt auch diese Hilfe für Kinder, die unter dieser fürchterlichen Krankheit leiden, einfach nur die Geißel unserer Zeit, eine der Geißeln unserer Zeit, eine der ganz großen. Und gerade wenn es Kinder trifft, ist es genauso schlimm wie bei den anderen, aber das löst natürlich nochmal mehr Emotionalität aus. Und da wäre halt meine Frage gewesen, inwieweit die Pharmaindustrie sozusagen überhaupt Unterstützung liefert. Aber er hat das ja gerade auf den Punkt gebracht. Es ist toll, dass sie sich davon lösen wollen und genau dann keine Verbindlichkeiten irgendwie entstehen lassen wollen. Das finde ich sehr gut. Jetzt haben Sie ja eben gesagt, Sie sind im Bereich Forschung unterwegs. Ne? Inwieweit unterstützt die Deutsche Kinderkrebsstiftung denn die Forschung? Also forschen Sie selbst oder wie ist das Ganze strukturell aufgebaut? Also wenn wir von Forschung sprechen, dann meinen wir in diesem Fall nicht die Entwicklung von Medikamenten. Das können wir auch finanziell nicht stemmen, sondern wir forschen in dem Bereich, wie kann man Behandlungsmethoden verbessern. Also das sind Forschungsprojekte, die in der Regel an Unikliniken durchgeführt werden, wo man also guckt, welcher Mix von Behandlungsmethoden, welche Dosierungen und so weiter bewähren sich in der Behandlung. Und da gibt es jede Menge Forschungsprojekte, die können bei uns einen Antrag stellen auf Förderung. Dann wird das begutachtet von einem unabhängigen Gremium. Das spricht eine Empfehlung aus und unser Vorstand, das sind Ehrenamtliche, also in der Regel betroffene Eltern oder Survivor, die bei uns den Vorstand bilden. Die entscheiden letztlich darüber, welches Projekt gefördert wird. Und damit sind wir so in dem Bereich patientenorientierte klinische Forschung, also Dinge, die eben an der Klinik stattfinden und wo es um den Patienten geht und darum, wie kann der gut behandelt werden. Vielleicht so von der Größenordnung her, wir haben im letzten Jahr jetzt erstmalig für mehr als 10 Millionen Euro neue Forschungsprojekte bewilligen können und das ist einfach gigantisch, wenn man sich vorstellt, dass das wirklich alles Spendengelder sind. Das ist der Wahnsinn.
Das ist ja, also ich muss sagen, ich bin, ich hatte mich ganz grob ein bisschen eingelesen, aber mir war es ganz wichtig, den O-Ton zu kriegen und auch die wirklich die, wie sagen wir mal, die ursprüngliche Reaktion hervorzurufen. Ne? Und deswegen hatte ich mich auch so auf das Gespräch mit Ihnen gefreut. Wir waren eben beide, glaube ich, total aufgeregt und jetzt merkt man, wie gut das hier schon harmoniert. Das finde ich mega, man rutscht dann rein und dann läuft das mit dem Interview. Naja, jetzt haben Sie gesagt Forschung und so, ne? Jetzt weiß ich aber, ich würde das gerne mal aus der Sicht eines Kindes betrachten. Also ich bin jetzt, ich habe selbst zwei Jungs und wenn das jetzt passieren würde, dass mein Kind an Krebs erkrankt, ne? Welcher Teil ist im Grunde die Leistung der Krankenkasse und ab wo springen Sie dann ein, wo können Sie den betroffenen Leuten helfen und wo geht dann im Grunde auch das Geld hin, was gespendet wurde, neben den Forschungsgeldern? Das würde mich mal sehr interessieren, dass wir mal wirklich auch mal ein nahes Beispiel daran haben, wo es wirklich hingeht und wie seriös das Ganze ist. Das ist eine gute Frage, also weil wir versuchen eigentlich genau das, dass wir die Lücken stopfen, die unser System so hinterlässt. Also das Erste ist ja, wenn so eine Diagnose kommt, dann ist man, glaube ich, erstmal total überfordert. Also was heißt das jetzt? Wie schlimm ist das? Was kann man dagegen machen? Was bedeutet das? Müssen wir jetzt irgendwie die Wohnung umbauen, sonst irgendwas machen? Also da kommen ja so viele Fragen. Und auch, wie organisieren wir jetzt unseren Alltag, wenn das Kind jetzt in Behandlung geht? Vielleicht sind beide Eltern berufstätig oder alleinerziehend oder so. Also die ganze Lebenssituation verändert sich ja oder wird richtig auf den Kopf gestellt. Gleichzeitig ist überhaupt keine Zeit mehr da für die Geschwisterkinder, die rücken total in den Hintergrund. Ja, und das sind so genau die Themen, auf die wir gucken. Also mal angefangen bei den Informationen. Was macht man als Erstes? Man googelt Diagnose sowieso und dann hat man irgendwie 1,5 Millionen Treffer und keine Ahnung, was davon jetzt richtig ist und was stimmt, was oben steht, ist vielleicht das, was irgendwo gesponsert wird und wo jemand vielleicht ein dubioses Medikament verkaufen möchte oder eine Behandlungsmethode, die vielleicht gar nicht so gut ist. Man weiß es ja nicht als Laie und deshalb haben wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten von der Charité in Berlin eine Internetseite aufgebaut, kinderkrebsinfo.de. Und da finden die Eltern und die Betroffenen alles, was sie in dem Moment wirklich so an Fragen haben. Nicht? Also was bedeutet das? Wie wird das normalerweise behandelt? Wie sind die Erfolgsaussichten? Wie lange dauert das alles? Und das ist also wirklich wissenschaftlich sehr, sehr gut abgesichert. Und man ist eben sicher, dass da nicht jetzt irgendwie Interessen reinspielen, sondern dass das neutrale und wirklich brauchbare Informationen sind. Das finanzieren wir zum Beispiel aus Spenden. Dann entstehen oft für die Familien Kosten natürlich, dass irgendwo vielleicht die Wohnung umgebaut werden muss oder ähnliches. Wenn Familien dadurch in finanzielle Not geraten, haben wir unseren Sozialfonds, mit dem wir den einzelnen Familien mit bis zu 2.500 Euro im Einzelfall dann unter die Arme greifen. Das summiert sich im Jahr mittlerweile auch auf 1 Million. Und es sind also viele Familien, die das dann auch in Anspruch nehmen oder in Anspruch nehmen auch müssen. Dann Bereich Forschung haben wir schon drüber gesprochen. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich auch für uns um die Eltern kümmern und um die Geschwisterkinder. Also wir unterhalten auf Sylt eine Reha-Klinik, das ist die sogenannte Sylt-Klinik. Die bietet familienorientierte Reha-Maßnahmen an. Das heißt, da geht nicht nur das kranke Kind dann in die Reha, sondern inklusive Geschwister und Eltern. Und die können alle Programmangebote wahrnehmen, sie müssen es aber nicht. Und das wäre jetzt so Ihre Frage gewesen, was macht da die Kasse? Die bezahlt tatsächlich die Reha, aber wir bieten darüber hinaus Dinge an, die einfach den Kindern gut tun. Also zum Beispiel Surfkurse. Ich war mal dabei, wie ein Kind nach einer Beinamputation aufs Surfbrett gestiegen ist und dann wirklich da über die Wellen geritten ist. Also da kriege ich eine Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach toll und ein super Erfolgserlebnis natürlich für das Kind in dem Moment. Das ist keine Kastenleistung, sowas. Aber es tut unheimlich gut und deshalb machen wir das als Stiftung, dass wir sowas mitfinanzieren und viele psychosoziale Betreuungsangebote und eben auch sich um die Geschwister zu kümmern, die ja nicht jetzt akut krank sind, aber die trotzdem Hilfe brauchen oder auch auf Deutsch gesagt sich einfach mal auskotzen wollen, dass man sich im letzten Jahr irgendwie überhaupt nicht um sie gekümmert hat.
Dafür gibt es, wie gesagt, die Sylt-Klinik und für Kinder, denen es dann schon etwas besser geht, das Waldpiratencamp in Heidelberg. Das ist so eine kleine Siedlung mit Blockhäusern im Heidelberger Stadtwald. Und da kommen Kinder zu Ferienfreizeiten zusammen. Also das bieten wir so in der Regel 10-mal im Jahr an, jeweils 10 Tage. Und haben dann eine Gruppe von Kindern, die erlebnispädagogisch betreut werden. Also die machen ganz viel Sport und Spiele und Theater und Grillen und Pizzabacken im Holzofen und Mountainbiken und Freibadbesuch und alles, was Spaß macht. Da soll es einfach nur Spaß machen, denn die Kinder haben so viel hinter sich an Behandlung, an Plänen, die sie abarbeiten mussten, dass es denen einfach gut tut, mal einfach wieder Kind zu sein. Und das wollen wir ihnen da ermöglichen. Und auch das ist natürlich aus Spendengeldern finanziert. Jetzt haben Sie gerade einen guten Punkt nochmal gebracht. Das sind ja alles nach der eigentlichen Krebsbehandlung, wenn das erfolgreich war. Ne? Jetzt würde ich gerne den Bogen spannen, weil es ist mir ein wichtiges Anliegen. Also wir haben jetzt hier die Kinderkrebsstiftung und wir haben diese fürchterliche Krankheit. Jetzt haben Sie mir eben eine Zahl um die Ohren gehauen, die hat mich dann schlackern lassen mit den Ohren, dass letztendlich jeden Zweiten trifft das mit Krebs. Ne? Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist eine Sache, die uns damit dann in einer gewissen Art und Weise leider alle betrifft. Und umso wichtiger ist diese Spende. Und das müsst ihr euch immer vor Augen halten, das habt ihr geschafft. Ja? Und deswegen ist es so geil, dass wir jetzt hier halt sitzen. Aber um jetzt noch mal da reinzukommen. Jetzt haben wir die Kinder, die es schaffen. Ja, wie sind denn generell so die Zahlen, dass man mal als Außenstehender überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, was passiert, wenn mein Kind an Krebs erkrankt? Wie hoch sind die Genesungschancen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen von der Krebserkrankung abhängt oder so. Aber dass Sie für uns vielleicht nochmal ein paar grobe Zahlen nennen können, mit was wir es überhaupt zu tun haben bei dieser Krankheit. Ja, also in Deutschland erkranken jedes Jahr im Schnitt so etwa 2200 Kinder und Jugendliche neu an Krebs. Und in den 70er Jahren war es noch so, dass von diesen Kindern im Schnitt innerhalb der nächsten 5 Jahre 80% der Kinder gestorben sind. Und dank verbesserter Forschung, also eben genau dieser Forschung, wie kann man Behandlungsmethoden verbessern, ist es gelungen, das auf 20% zu senken. Also das heißt, mittlerweile überleben 80% der Kinder. Das heißt aber für uns auch, es gibt mittlerweile ganz viele junge Erwachsene, die mal Krebs hatten. Und manche von denen geht's gut und die sagen, ach, ich habe es hinter mir und will vielleicht auch gar nichts mehr damit zu tun haben mit dem Thema. Andere sagen, ich habe es hinter mir, aber ich möchte mich engagieren. Die haben wir zum Beispiel in unseren Elternvereinen dann oder auch in unserem Vorstand. Die sagen, da arbeiten wir jetzt mit und wir wollen jetzt den Kindern, die jetzt krank sind, helfen. Wir haben eine Gruppe von jungen Erwachsenen, die machen einmal im Jahr eine Radtour, also ehemalige Krebspatienten, und fahren, ich glaube, so 600 Kilometer durch Deutschland. Also schon richtig etwas Anstrengendes. Und besuchen dann auf ihrer Strecke die Kinderkliniken, die da auf dem Weg liegen. Und gehen zu den Kindern ans Krankenbett und sagen, guck mal, vor 5 Jahren, da habe ich da gelegen. Und jetzt mache ich hier diese Radtour und mir geht's wieder gut und du schaffst es auch. Also es ist eine Mutmachaktion. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das ist unsere Regenbogenfahrt. Also wir haben ganz viel eben jetzt junge Menschen, die diese Erfahrung mitbringen und uns auch sagen können, was gebraucht wird oder was sie damals vermisst haben. Und das sind genau die Dinge, für die wir jetzt auch gezielt Angebote entwickeln. Dass wir sagen, da können wir noch besser werden, da können wir noch was machen. Aber es geht eben immer nur mit Spendengeldern, wenn wir sie denn bekommen dafür. Das ist ein guter Punkt, bei dem ich gerne einhaken würde. Sie haben eben gesagt, dass die über die Jahrzehnte jetzt hinweg, durch Ihre Arbeit, also durch die Arbeit der Kinderkrebsstiftung, die Behandlungsmethoden für Kinder verbessert wurden. Und das indiziert ja, dass es keine gezielten, speziellen Behandlungen für Kinder gibt, weil das ja angepasst wurde anscheinend von den Dosierungen, wie Sie eben gesagt haben. Es war ja dann ein Prozess. Ne? Und da würde ich dann jetzt gerne reinkrätschen und fragen,
Was würden Sie sich vielleicht, weiß nicht, von der Pharmaindustrie in Bezug auf die Behandlung von, also oder die Chemotherapien für Kinder wünschen? Und was würden Sie sich gerne politisch wünschen insgesamt? Also wenn wir hier Entscheidungsträger hätten, die wir damit erreichen könnten, was Ihnen wichtig wäre, damit Ihre Arbeit sozusagen noch besser funktioniert, beziehungsweise was Ihnen Arbeit abnehmen würde, indem bessere Behandlungen entwickelt würden, wer müsste dann da wo tätig werden? Wenn Sie einfach mal ganz spekulativ jetzt hier was sagen dürfen, Herr Eberhardt, da können wir gut ansetzen, dann würde ich das gerne damit rund machen jetzt. Also wo würden Sie sich Verbesserungen wünschen, egal ob auf Seite der Pharmaindustrie oder auf Seite der Politik? Wo können wir reinkrätschen, wo können wir was besser machen? Also am liebsten hätten wir natürlich das Heilmittel gegen Krebs. Das, ja, aber darauf können wir hoffen, aber wir können nicht unbedingt mitrechnen, dass das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich kommt und in allen Fällen hilft, weil die Ursachen sind ja auch ganz unterschiedlich. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Rädchen besser ineinander greifen. Also dass es zum Beispiel bei neu entwickelten Medikamenten schneller gelingt, die auch auf den Markt und in die Anwendung zu bringen. Das dauert eben immer noch sehr, sehr lange, insbesondere in Deutschland. Da gibt es viele Regulierungen, die auch oft sehr sinnvoll sind, aber eben dafür sorgen, dass Medikamente eben nicht schnell genug dann beim Patienten ankommen. Da können wir sicher besser werden in dem Feld. Ja, und wie gesagt, dieser ganzheitliche Ansatz, auch auf die Geschwister zu gucken, dass die nicht so ganz durchs Raster fallen und so, das fände ich sehr, sehr wichtig. Aber ist das dann überhaupt eine politische Aufgabe oder nicht eher im strukturellen Bereich der Krankenkassen, wo eventuell dann mehr Leistungen übernommen werden könnten, wenn man wollte, wäre da der Ansatz dann eher zu finden? Und das andere ist ja im Grunde die experimentelle Zulassung, zum Beispiel testweise für kleine Gruppen von jungen Patienten, wo man sagt, okay, hier können wir eventuell was Positives bewirken im Vergleich zu den Problemen, die man eventuell dann verhindern könnte. Ne? Ja, ist genau richtig. Das greift alles ineinander. Also ja. Da ist die Politik gefordert, da sind die Kassen gefordert und gerne flankieren wir natürlich auch diese Prozesse, damit wir da zum Ziel kommen. Also wir haben aktuell Diskussionen beispielsweise über Krebsberatungsstellen. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Aber das Finanzierungssystem ist so seltsam organisiert, dass das nicht so richtig in Gange kommt. Und da arbeiten wir zurzeit dran und sind im Gespräch mit allen Beteiligten. Okay, gut. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Abschluss. So, ne? Ich hoffe, dass dieses Engagement der Star Citizen Community, und ich will das jetzt nochmal abschließend hier betonen, um den Abschluss zu finden. Man muss sich das mal vor Augen halten, ja? Wir reden hier von einem Computerspiel, Star Citizen. Wir reden von einer Firma, die es entwickelt, Cloud Imperium Games. Wir reden von einem Kartenspiel, was dankbarerweise, wo die Entwicklung erlaubt wird unter Lizenz von Cloud Imperium Games, nicht kommerziell. Vielen Dank, Cloud Imperium Games, CIG, dafür. Und wir reden von einer Community und einem tollen YouTuber, dem Knebel, die es geschafft hat, diese Summe zusammenzubekommen. Und das Schönste ist an der ganzen Sache, dass wir zwei Bereiche zusammengebracht haben, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Geschichte Gaming und dann sind wir jetzt hier in die Deutsche Kinderkrebsstiftung reingerutscht und sind die Momente, wo ich mir denke, Sie haben eben die Geschichte erzählt mit dem Kind, was die Aktivität dann wieder machen konnte, was sie berührt hat und mich berührt es, dass ich die Möglichkeit habe, dass wir mit einem Computerspiel, das hört sich verrückt an, aber ernsthaft die Welt ein bisschen besser machen können. Das ist geil, oder? Ja, so. Vielen Dank. Ja, und so würde ich abschließend sagen, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war mir wichtig, dass wir zeigen können, wo das Ganze hingeht, wie seriös das Ganze ist. Ich muss dazu sagen, Sie haben mich nochmal viel mehr begeistert, ja, weil ich wusste erstmal gar nicht, mit was haben wir es genau zu tun. Und jetzt sage ich auch, alles klar, da gehe ich mit einem guten Gefühl raus aus der ganzen Sache. Und da können wir alle mit einem guten Gefühl rausgehen. Danke, danke, danke. Danke Star Citizen Community und danke Deutsche Kinderkrebs Stiftung. Ihr seid die Allerbesten und wir sehen uns. Bye, bye.